Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Feed the Beast Lite. Ich bin's, der Black. Und ich habe ja in der letzten Folge angefangen, den Mesh Replicator zu fabrizieren. Dazu brauche ich aber erstmal, um den nach und anschließen zu können, noch ein paar Glaskabel, also Glasfaserkabel. Was bedeutet, dass ich wohl wieder mal ein bisschen Diamant opfern muss. Aber das hatte ich eigentlich erwartet. Es wird auch wahrscheinlich nicht der einzige Diamant bleiben. So leid es mir tut, Diamanten. Na gut, wir hatten ja eh welche gefunden. Ich mach mal zwei Stück. Zwei müsste reichen. War das, glaube ich, müsste reichen, hoffe ich. Glas müssten wir alles hier haben. Glas, bisschen Glas. Und Silber, 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 Silber. Haben wir Refined Iron, haben wir genug jetzt. Aber kein Silber. Dann muss ich halt nochmal hoch. Silber haben wir oben irgendwo. Die Frage ist nur, wo? Ja, das fragt sich wahrscheinlich jeder. Was ich mich auch frage, ist, warum ich nicht hier abbaue. Die zwei braucht eh kein Mensch mehr. Und den hier wahrscheinlich auch nicht. Und den hier. Kann ich hier oben eh mal zubauen oder sowas. Okay, dann habe ich wieder vier. Das reicht vielleicht sogar erstmal zum Herunterkommen. Schlapp, schlapp, schlapp. Schlapp. Okay. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gefällt mir. Ist gut, hat gereicht. Haha, brauche ich keine bauen. Kann ich die Diamanten wieder reintun. Erstmal. Und mich weiter um den Mesh Fabricator kümmern. Diamanten hier runter. Da rein. Okay. Dann. Hopp, hopp, hopp. Halt, Refined Iron. Erstmal hier noch ein bisschen was mitgenommen. Hier hinüber. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Ja. 1, 2, mehr brauche ich nicht. Erstmal. Dann brauche ich noch diese Carbon Pressure Plates. Und dieses. Ne, Carbon Plates nur. Und Alloy Plates auch nur. Ja, ne, Advanced Alloy Plates halt. Genau. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ging das Ding zum Anordnen. Nämlich der hier. Oben, unten, links, rechts. Alles klar. Zack. Links, rechts. Wobei das wahrscheinlich egal ist. Ob links, rechts oder oben, unten. Aber jetzt haben wir diese zwei. Was fehlt noch? Glowstone fehlt noch und... Oh, ich brauche nochmal zwei Electronic Circuits. Das ist aber schnell gemacht, denke ich. Refined Iron. Redstone. 1, 2. Okay. Zwei Electronic Circuits und... das wird teuer. Das wird teuer. Jetzt brauche ich einen Diamanten und ein bisschen Redstone. Zap. Dass solche Maschinen aber auch immer so teuer sein müssen. Hä? Ein Zombie. Geh weg, Zombie. Du hast in meinem Haus nichts zu suchen. So, 1, 2, 3. 1, 2. Ach nee, halt. Ich brauche da erstmal den roten Diamanten. Den Energiekristall. So. Was ist der hier hin? Ja, hopp. Jetzt werden es wahrscheinlich ein paar mehr. Es klingt nicht nur wie einer. Ich krieg langsam Angst. Hoffentlich lassen die mir meine Türe ganz. Und da sind nicht unnötig Kratzer dran. Das heißt, jetzt habe ich also einen Lapoton-Kristall. Glowstone fehlt noch. Einmal nochmal rauf. Glowstone habe ich nämlich nicht unten. Am Anfang, gerade am Anfang wird es halt noch sein, dass wir wirklich oft hoch und runter müssen. Aber, naja, muss halt mitgerechnet werden. Glowstone. Sag mir nicht. Ich habe... keinen Glowstone mehr. Nein! Ich habe keinen Glowstone mehr. Nein! Scheiße. Das ist schlecht. Na, dann muss ich eben nochmal los ein bisschen Glowstone mir holen. Voll ärgerlich. Ich dachte, ich hätte da noch was. Ich dachte, ich hätte da noch einen Haufen. Offensichtlich nicht. Dann hoffe ich mal, dass der Düder nicht genug oder uns nicht zu viel weggehauen hat. Ich habe noch einen Haufen. Verdammt! Okay, Kommando zurück, ich bleib eben doch da. Voll blöd mit mir manchmal. Ja. Es tut mir leid. So, also einmal glow, 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 glow. War glaube ich so. Dann da und Mass Fabricator und die Errungenschaft Energy to Matter. Mit dem Mass Fabricator können wir nämlich Materie herstellen. Sogenanntes UU Matter. Wenn ich das jetzt hier anschließe, geht er nicht gleich in die Luft. Okay, das ist wichtig.
Das ist mir nämlich schon mal passiert, dass der irgendwie in die Luft geflogen ist, obwohl ich eigentlich alles richtig gemacht habe. Und ja, hier seht ihr, hier wird Yuzu Meta hergestellt. 2% schon? Ach so, der zutscht jetzt auch oben den Dings leer. Das will ich natürlich nicht. Die, wie nennt's denn, den MFI. Weil ich eigentlich nicht genug Strom habe. Deswegen hat er den versucht jetzt leer zu ziehen und deswegen habe ich jetzt auch hier getrennt. Damit er eben das nicht mehr macht. Weil sonst haben alle anderen Maschinen keinen Strom mehr. Das könnte ich vielleicht, ich werde den anschließen, mehr oder weniger, wenn es dann sein muss, am Ende der Aufnahme, aber jetzt noch nicht. Außerdem fehlt da sowieso noch ein bisschen was ich nach dazwischen zimmern kann, will, werde, muss. Hier ist, das ist der, ja, ich brauche noch einen LV-Transformer. Ein LV-Transformer, okay. Den bauen wir auch noch. Ein LV-Transformer, LV. Mal gucken, wie ging der gleich. LV-Transformer, da haben wir eine. Mit Copper, boah, sollte leicht sein. Das sollte nicht das Problem sein. Holz habe ich da aber noch keins unten. In meiner neuen Werkhalle, aber ich habe noch welches mit. Reicht das? Ja, es müsste reichen. Also einmal hin. Hopp, 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 hopp. Haufenweise Kabel in die Mitte, davon haben wir ja genug. Jetzt wird es wahrscheinlich eher am Kopf irgendwann mangeln. Mein Drucker sagt gerade wenig Tinte. Ich hoffe mal, das wird euch nicht angezeigt. So war es verkehrt. So war es richtig. Das dahin, das dahin. Da. So. Einer reicht, Dankeschön. Und dann gucken wir mal, ob wir den auch richtig angeschlossen bekommen. Wenn wir den mitnehmen. Okay. Mitgenommen ist er. Dann muss ich mal gucken, wie wird da gleich angeschlossen. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Schlimm, wenn man alles an der Decke hat. So, also hier. Das hier ist der Eingang. Der Eingang und der Rest ist alles Ausgang. Ich muss mal kurz hier. Lass mich mal kurz ran hier. Ich sehe das nämlich nicht. Voll ärgerlich. Ja, also der Eingang wird quasi für über den Dreier gemacht. Okay. Und der Ausgang über die anderen. Alles klar. Okay. So, wieder angeschlossen. Dann würde ich den Eingang hier runterleiten wollen. Entsprechend. Ein bisschen. Achso, ich habe ja das Kabel getrennt. Na gut, dann muss ich nachher trotzdem nochmal welches machen. Alles klar. Ist aber nicht so wild. Wo mache ich das denn? Ich brauche hier einmal Platz. Und dann hier in die Richtung. Das heißt, ich mache den Eingang einfach erstmal da lang. Mache ich den da lang. Und dann hier der. Es ist jetzt schwierig. Es ist jetzt schwierig. Ich werde einfach hier runtergehen. Genau. Hopp. Setzt man so, dass der Eingang da ist. Und dann kann ich hier die Kabel runterleiten. Okay, so will ich es haben. So will ich es haben. Jetzt baue ich mir neue Glasfaserkabel doch noch. Immerhin haben wir schon mal ein Mess Fabricator. Wuhu, wuhu, wuhu. Ich habe eine Mess Fabricator. Ich freue mich. Ich weiß, der wird nicht so viel Effektivität haben momentan. Weil ja eben meine Farm noch nicht so besonders gut ist. Das ist Quatsch. Was mache ich hier? Ich brauchte Silber, genau. Silber brauchte ich. Das war oben irgendwo. Deswegen hat das ja vorhin gescheitert an den Glasfaserkabeln, weil ich kein Silber hatte. Aber dieses Problem lässt sich lösen. Hehehe. Na, lass mich durch. Die Treppe muss ich echt nochmal neu machen. Das ist so nicht normal. Gefällt mir noch nicht. Aber ich muss ja momentan auch sehr, sehr oft runter und wieder rauf. Ich hoffe mal, das wird sich noch ändern. So, einmal, zwei. Warum? Ach so, weil ich das Zeug nicht reingelegt habe. Na gut, okay, so. Glas habe ich auch nicht reingelegt. Jetzt aber. Jetzt haben wir 12 neue Kabel. Damit kommen wir erstmal eine Weile hin, denke ich mal. Hier geht's runter. War das jetzt eigentlich richtig? Ich hätte ihn auch hintersetzen können. Ich einen Vollhorst, denke ich. Also machen wir es nochmal ab. Den LV-Transformer baue ich sicherheitshalber mit der Wrench ab. Ich mache das nochmal anders. Entschuldigung, Leute. Müsst damit leben. Ihr kennt mich ja. So, Electric Wrench einmal mitnehmen.
einmal hier um die Ecke. Und dann gehe ich hier gerade die Tür auf. Das Ganze aufbauen. So, wie mache ich das jetzt? Jetzt ist man wieder voll verwirrt. Ich komme gleich vor, Schatz. Ich mache hier mal ganz kurz eine Pause, Leute. Mein Schatz braucht mich mal ganz kurz. Bis gleich. Okay, Leute, da bin ich wieder. Ja, kurze Pause gewesen. Zählte nichts. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo war ich denn genau? Den LV-Transformer wollte ich einbauen. Noch einmal. Der Dreier ist da, wunderbar. Jetzt geht's eben hier runter. Zack. Und zwar ganz nach unten. Ja, muss ich ja so machen. Zur Not kann ich hier hinten nochmal die Wand ausfüllen. Dann wird die Mauer hier quasi doppelt dreiseitig. Oder ist hier dahinter? Muss ich mal gucken. Hier ist grüne Wiese. Das sieht aber dann schön nicht so schön aus. Okay, aber ich lasse das erstmal so und dann baue ich die Wand eventuell zweifach. Das geht erstmal. Das muss so sein. Das zählt nichts. Was ich jetzt benötige, ist... Erstmal überlegen. Ein Recycler. Jetzt geht es erstmal wieder ordentlich an Maschinen. Recycler. Dazu brauche ich einen Kompressor, den ich aus Find Iron, Maschinenblock. Okay, machen wir erstmal einen Kompressor. Ich hätte zwar hier einen, aber nein, den baue ich nicht ab. Den brauche ich ja noch. Also erstmal Kompressor. Dafür brauche ich hopp. Nee, nicht Silber. Refined Iron. Zack, zack. Mach mal gleich. Ach komm, gleich 4. Schadet nicht. Zur Not können wir da noch ein Safe mit hinzimmern. Das ist ja auch nicht so schlecht. Dann kann ich da auch mal ein bisschen mehr einarbeiten. Das heißt 1, 2, 3, 4. So. Gucken, was wird. Recycler, Erde, Glowstone. Und der Kompressor noch mit Dings. Okay, kriegen wir hin. 1, 2. Halt. Einer reicht mir erstmal. Ich will erstmal nur einen haben. Weil ich habe eh nicht die Energieversorgung, um mehr zu betreiben, sag mal so. Gut, das wäre. Denn benötige ich. Dalalala, Erde. Genau, Erde und Cleanstone haben wir unten. Okay. Hopp. Und Glowstone haben wir ja schon einstecken. Okay. Na, jetzt hänge ich immer wieder fest. So, also einmal hier, dann das hier nochmal raus. Ich benötige erstmal Cleanstone. Hier, genau. Voll verwirrt. Dadurch, dass ich jetzt abgelenkt war, bin ich schon wieder draußen. Voll schlecht. Ich hasse das. So, Kompressor. Jetzt nochmal. Refined Iron. Erde, Glowstone. Erde. Refined Iron. Glowstone und wir haben einen Recycler. Wuhu. Diesen Recycler stellen wir da hinten mal in die Ecke. Da, wo ich jetzt angeschlossen habe hier. Ja, machen wir so. Zack. Ich mache das eiskalt so. Ich mache die immer pärchenweise sozusagen. Recycler läuft. Der müsste eigentlich auch Strom haben. Ja, können wir ja einfach mal testen, indem wir den Faden reinhauen. Und da sehen wir, der recycelt quasi das, was wir hier reinhauen. Manchmal bekommen wir was raus, manchmal eben auch nicht. Wenn wir nichts rausbekommen, ist das nicht schön. Nicht für mich. Aber lässt sich nicht vermeiden. Mal ist was dabei, mal eben nicht. Okay. Wir brauchen natürlich noch was, um den Recycler zu betreiben. Dazu gibt es, glaube ich, einen... Ich weiß gar nicht, wie hieß der so? Neos Extruder. Das müsste ja da sein, genau. Okay, dazu brauche ich einen Machine Frame, Goldbahn, Eisen, Glas. Kriegen wir hin. Machen wir gleich mal den hier mit. Gold haben wir da. Nehmen wir gleich mal das. Einmal Gold in die Mitte. Normales Eisen habe ich nicht. Dafür haue ich mal das Silber hier rein. Das brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Normales Eisen haben wir hier. Und noch ein bisschen Glas. Wunderbar. Eisen. Glas. Machine Frame. Einer. Das reicht mir. Ich benötige einen Pneumatik Servo. Das ist auch Eisen. Okay. Eisen. Nee. War das so, ne? Redstone, Eisen. So, alles klar. Redstone in die Mitte. Eisen. Und dann... Ach man, wenn man es sich nicht merken kann, ist schlimm. Glas doch. So, Pneumatik-Servo. Sehr schön. Und was kriege ich dazu noch? Maschinen, Tin und einen Kolben. Kolben haben wir oben noch. Das heißt, da gehe ich mal hoch und hol was. Wir müssen ja nicht unnötig verschwenden.
Draußen ist auch schon wieder dunkel. Eifer bipscht. Probenholz nehme ich auch mal mit, weil ich will ja noch ein paar Bretter bzw. ein paar Kisten machen. Okay. Was wollte ich? Hab's schon wieder vergessen. Ach, das ist schlimm mit mir. Mann. Ich weiß, ihr habt's nicht leicht mit mir, nicht leicht. Holz, Eisen. Ich brauchte Kolben, genau, Kolben. Ein Glück kann ich mal nachgucken. Also nehmen wir die drei Kolben mal mit runter. Die kann ich dann hier hinten, ist das die Mechanikkiste? Ja, oben ist Mechanikkiste, die haben wir schon fertig. Kann ich die dann schon da reinhauen. Das heißt, Kolben. Einmal so, geht ja auch. Zack, zack. Den. Das hier. Und dann brauche ich noch zweimal Tin. 1, 2. Eisen kann erstmal hier rein. Zack, zack. Und damit hätten wir einen Igneous Extruder. Mit diesem kann man, wenn es die richtige Maschine ist, die ich jetzt gebaut habe, was ich doch mal ganz stark hoffe, nämlich, herstellen. Pflasterstein, Stein oder Obsidian. Dazu braucht man eben nur Wasser und Lava. Logischerweise bei Pflastersteinen kann man, weil man sich ja auch so eine Maschine selbst bauen kann, unendlich herstellen. Mit einer Cobblestone-Maschine Stein würde es Wasser verbrauchen. Oder ja, auf jeden Fall bei Lava würde es Obsidian verbrauchen. Aber ich glaube, Stein müsste, wenn er stehen, Stein würde Wasser verbrauchen, Obsidian würde Lava verbrauchen. Aber so könnten wir es uns herstellen. Das Einzige, was ich jetzt aber erstmal brauche, ist, um den zu betreiben, einen Lava-Eimer. Und natürlich Wasser. Das müsste sich auch relativ einfach so einfüllen lassen, hoffe ich mal. Sonst muss ich da noch was umbauen. Flip. Wasserleimer leer, das heißt, der ist drin. Und Lava. Flop. Und damit läuft der. Und ihr seht, der stellt her. Und schmeißt das Zeug gleich, weil er auch richtig gut eingestellt ist, unten rein. Ihr seht, hier unten haben wir Scrap drin. Diesen Scrap können wir quasi jetzt hier in den Recycler hauen. Der würde nämlich als Amplifier, also als Verstärker sozusagen nochmal die Produktionsgeschwindigkeit von diesem UU-Meter erhöhen. Um das UU-Meter aber vernünftig zu erhöhen, gibt es noch eine andere Möglichkeit, nämlich Scrap-Boxen. Diese Scrap-Boxen werden wir in der nächsten Folge oder zumindest so automatisieren, dass sie herstellbar sind. Freut mich, dass ihr eingeschaltet seid. Habt, meine ich. Bis denn. Tschüss.